Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem lieben Saug und der liebe Sialin. Sialin. So, wir drehen ja heute einfach mal einen kleinen Vlog, haben wir beschlossen. Ja, ihr dürft einfach mal mitkommen, was wir heute so machen. Und zwar shoppen im Baumarkt. Der Mann darf in den Baumarkt. Nein, ich will da auch hin. Genau, wir wollen uns ein paar Sachen besorgen, ein bisschen hier in der Wohnung ein bisschen dekorieren, ein bisschen schöner machen, ein bisschen heimischer machen. Und ja, genau. Da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin. Tschüss Amy, tschüss Leo, bis gleich. Seid schön brav. Die Sonne hin, warum schneit es? Es schneit. Nee, es ist graupel. Es graupelt. Sieht man wahrscheinlich nicht. Autofahren. Ich möchte in der Küche ein Regal haben für meine Flaschen und so, weil die immer im Weg stehen. Und hier haben wir eine Menge Holz. Wir haben schon so ein bisschen durchgeschaut. Wir wollten eigentlich sowas in der Art wie das hier, weil das unsere Küchenfarbe ist, aber das hier ist zu braun. Also haben wir uns jetzt einfach dafür entschieden, so ein weißes hier zu nehmen. So, da ist unsere, es. Unsere das nehmen wir mit. Heute. Genau. Haben wir auch schon noch ein paar andere Sachen. Aus dem dahinter wollen wir vielleicht ein kleines Gewürzregal machen. Und Kleinkram. Genau. Weiter geht's. Weiter geht's. So, mit meinen Gewürzen habe ich das gleiche Problem. Die stehen immer im Weg rum. Jetzt wollen wir spontan noch ein Gewürzregal bauen. Ich habe schon wieder was Cooles gesehen. Xarok, eine Kreissäge. Damit wir das Holz gescheit sägen können, weil mit der Stichsäge wird es nicht so schön gerade. Jetzt schauen wir mal nach Kreissägen. Hier. Schöne Gerätschaften. Schöne Gerätschaften, ja. Suchen Sie sich was aus. Ich liebe Werkzeug. Schauen wir mal, ob es was gibt. Da haben wir eine Handkreissäge. Kostet ja nur 80. Bosch. Aber schön vom Bosch, ne? Metabo. Ja, da wird es wahrscheinlich nicht günstiger. Naja, soll er mal gucken. Mal schauen, wofür wir uns entscheiden. Ob wir bei der Stichsäge bleiben oder ob wir eine Kreissäge mitnehmen. Ja, also die Kreissägen, die kosten alle 80. Also bevor ich dafür eine Handkreissäge für 80 hole, würde ich mir lieber so eine Tischkreissäge holen. Aber sind halt auch wieder 100 Euro. Ne? So, es gibt erstmal keine Kreissäge. Wir versuchen das mit der Stichsäge. Wird schon einigermaßen gerade werden. Tut mir leid. Was? Muss ja nicht immer so sein, dass Xarok seinen Willen kriegt. Genau, nur ich. Genau. Ich krieg Regale, du kriegst kein Werkzeug. Genau. So. Meine Regale sind auch günstiger. Das stimmt. So, ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Moment. Erde. So. Das ist unsere Ausbeute. Da liegt noch mehr. Ab zur Kasse. Interessant, wir kommen raus. Es ist erstens schon dunkel und zweitens hat es geschneit. Das haben wir irgendwie alles verpasst. Wie lange waren wir da jetzt drin? 3 Stunden oder so. Ich glaube auch, das ist unsere Ausbeute. Also wir haben schon wenig. Einiges, was sich so das angesammelt hat. Ja. Stimmt, unser Auto ist voll geschneit. Oh, das müssen wir uns gleich mal genauer anschauen. Ich eigentlich sagen wollte, wir haben so einiges, was wir in den letzten Jahren immer so gedacht haben, mal kaufen, nee, doch nicht gekauft. Was uns jetzt einfach gestört hat in letzter Zeit, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal unsere Wohnung ein bisschen dekorieren, schöner ein bisschen ordentlicher machen, weil uns das einfach stört. Das muss einfach mal sein. Und das machen wir jetzt. Es gibt dann auch noch schöne Videos, das könnt ihr euch dann alles anschauen. Also Do-it-yourself-Videos oder so. Ja. So, und da ist unser Auto. Okay. Das ist tatsächlich eingeschneit. Das ist eingeschneit. Krass. Wahnsinn. Wie lange waren wir weg? Ich weiß nicht, als wir rein sind, war es noch hell und es lag kein Schnee. Jetzt ist es dunkel und es lag Schnee. Waren wir 3 Stunden drin oder 3 Tage? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, nicht schlecht. So, na dann fahren wir mal heim. Dann mach uns mal einen Baumarkt-Haul. Ja, das ist der Wahnsinn. So viel haben wir noch nie im Baumarkt, glaube ich, Geld ausgegeben und eingekauft. Sogar die Hunde kriegen was, wie sie schon sehen. Wir haben das Ritual, immer wenn wir nach Hause kommen, kriegen die etwas. Das wissen wir ganz genau. Aber fangen wir mal an. Also, als erstes Dekoration für unser Terrarium bei dem Wassergarten. Einmal so eine Pflanze,
zweimal so eine Pflanze. Ich weiß nicht mal, was das imitieren soll. Aber ist egal, Hauptsache es ist grün. Ist egal, sieht nett aus. So, dann, wie gierig die zwei sind. Ja, dann haben wir eine neue Duschbrause uns geholt, weil unsere alte ist kaputt gegangen. Beziehungsweise zwei, nämlich beide sind inzwischen kaputt gegangen. Dann haben wir hier eine Lampe für unsere Küche, weil meistens ist unsere Küche ziemlich dunkel. Und da oben ist nämlich ein Kabel, das wollen wir da anschließen. Und die hat nämlich einen Schalter. Wir können, müssen das nämlich, da ist Dauerstrom drauf. Und damit können wir das dann an- und ausschalten. Machen wir wahrscheinlich auch ein kurzes Video dazu oder so, keine Ahnung. Ja, ja, stopp, sitz, mach dich, sitz. Kann man ja dann vielleicht in dem Video noch schnell zeigen. Ja, mach sitz, sitz. Dann haben wir uns zwei Weingläser geholt. Ja. Ab und zu trinken wir Wein. Und aus was trinken wir momentan aktuell? Aus Wein, aus einem normalen Wasserglas. Und das ist immer ein bisschen scheiße. Amy, gleich liegst du drin. Soll ich dir helfen? Komm, dann komisch. Beim Baumarkt gibt es auch Lebensmittel, leckere Kekse, gefüllt mit Schokolade. Gefüllt? Ja. Boah. Das schaut ja geil aus. Da bin ich gespannt. Ist das zweite Weinglas. Dann haben wir Pflanzendünger für unsere Pflanzen. Die haben nämlich momentan einen Wachstumsschub und deswegen brauchen die Nährstoffe. Irgendwie ist hier ziemlich viel Schnee reingefallen. Hier ist das zweite Leckerli. Amy, wo bist du? So, dann haben wir uns einen Schleifblock. Wie nennt man das? Schleifblock geholt. Mit dem werden wir noch ein separates Video machen, weil wir nämlich ein kleines Gewürzregal bauen wollen. Und da müssen wir auch schleifen. Und da kommt noch ein Regal hin. Und da kommt noch ein Regal hin. Da sind da übrigens diese zwei großen Bretter. Ja. Das hier wird das Gewürzregal, das wir mit dieser Folie hier überziehen werden. Und das andere wird das Regal für da oben, wo dann Öle und Essig und so weiter hinkommt. Dann hat sich Xenia den Marzipan gegönnt. Von Centis. Dübel für die Regale. Dann haben wir hier Stecken. Da haben wir hier diese Stange. Das kommt dann da so drauf. Das werden wir klein schneiden mit der Flex, wo wir dann das Gewürzregal mitbauen. Das sind dann sozusagen die Füße. Genau. Dann haben wir hier nochmal Schrauben für das Regal. Ich habe mir mal Multimeter gegönnt, weil habe ich nämlich nicht. Dann die Birne für das Ding hier. Die andere Duschbrause für Badewanne und Dusche ist das hier. Dann haben wir das Spielzeug, meine lieben Freunde. So, schauen wir mal. Das andere auch noch gibt, mal den Ball, dem Leo und der Amy den Igel. Ja, die quietschen beide. Die Amy steht auf Quietsche-Spielzeuge. Für dich und Leo, für dich. Nur der Leo macht, sie will den Ball. Amy, da, der Igel, der quietscht auch. Natürlich will sie den Ball, super. Schau mal, Amy, der quietscht auch, schau. Ja, ja. Ja, ja. Dann kannst du jetzt, tschüss Leo, dann kannst du jetzt den Ball haben. Emi liebt Quietschebälle und der Leo macht sie immer kaputt. Okay, ich glaube, so arrangieren sie sich. Leo findet den anderen gut. Oh mein Gott. Leo hat den anderen mitgenommen. Süß. Teppichmesser zum Schneiden für die Folie. Dann haben wir nochmal Schleifpapier, extra feines. Für den Schleifblock dann. Dann haben wir hier so eine Wanne. Ich muss manchmal Sachen mit der Hand waschen, unglaublich, aber wahr. Ja, ich habe so T-Shirts für die Arbeit, so ganz feine, die darf man nicht in die Waschmaschine. Genau. Die haben dann noch so Perlen und so dran, das geht nicht in der Waschmaschine. Nee, das geht nicht. Leo, da bist du ja wieder. Dann gefällt er dir, ja? Haben wir ein Glasreinigerkonzentrat von Kärcher. Wir haben nämlich vor kurzem diesen Kärcher da gekauft. Und der ist so geil und da ist auch so ein Glasreiniger dabei. Und das Glasreiniger ist so geil, dass wir gesagt haben, wir kaufen den Glasreiniger von Kärcher. Dann Heißklebepistole, lange gewünscht, endlich haben wir eine. Die Winkel für die Regale, Kabelbinder kann man immer gebrauchen. Mischdüsen für Wasserhahn, auch ganz wichtig, die sind lange fällig. Und dann hier Kartuschen für die Heißklebepistole. Ah ja, dann haben wir hier Blumen. Hier Xialis. Oh, die hole ich gleich mal, die Vase. Die im Flur steht und wir nie wussten, was wir damit machen sollen. Doch, ich wusste von Anfang an, dass ich da irgendwann eine Plastikblume reinstellen will. Wir haben nie eine gekauft. Ja, genau. Jetzt haben wir auch eine. Juhu, die hole ich gleich mal. Ja, machst du gleich. Dann haben wir hier diese wunderschöne Plastik-Orchidee gekauft, die echt krass aussieht. Die schaut echt nicht schlecht aus. Ja. Das ist wirklich krass. Kommt auf die Fensterbank im Wohnzimmer. Da steht mir nichts. Amy hat Spaß. Körbchen. Ah, warte. Da, kleine Körbchen. Und zwar
Für diese Schublade. Diese Schublade ist die Katastrophe. Und da kommen diese Körbchen rein, um hoffentlich ein bisschen Ordnung zu schaffen. Schuhputzer? Voll geil. Hatten wir noch nie. Wissen wir auch nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber, also sinnvoll ist auf jeden Fall, aber ob, weil wir haben ja draußen, wenn wir auf dem Feld gehen, so viel Knack, ob das Ding vielleicht einfach überfordert sein wird. Das könnte sein. Das werden wir auch sehen. Aber besser als nichts, als wenn man den ganzen Schmodder reinträgt. Welche Korb? Zwei Stück? Die Amy hat Spaß mit ihrem Ball, sehr unglaublich. Genau, zwei Wäschekörbe. Dann haben wir hier noch für die Schuhe mit unserem ganzen Schmodder zum Abstellen. Genau. Und Erde, Blumenerde. Blumenerde, ganz viel. 120 Liter, Hundefutter. Ah ja, Hundefutter haben wir noch. Nassfutter. Das war's, glaube ich. Ich glaube auch, das war's. Reicht eh. Reicht erstmal. War sehr ausgiebig. Hätte ich nie erwartet und ich hätte beinahe noch die Kreissäge mitgenommen. Ja, Kreissäge war dann nicht mehr drin. Nee, das war dann, wäre dann doch... Dafür haben die Hunde Spielzeug und der Leo fängt gleich mal an, da dran rumzuzupfen. Und ich denke, wir hätten wahrscheinlich diese Blumen nicht gekauft. Und was hätten wir noch nicht gekauft? Ja, diese ganzen Blumen, Plastikblumen, die hätten wir wahrscheinlich nicht gekauft, wenn wir die Kreissäge genommen hätten. Stimmt. Ja, so Plastikblumen sind jetzt nicht so günstig, aber... Nee, wirklich nicht. Man sollte sie ja nur einmal kaufen. Das teuerste, glaube ich, von dem Ganzen ist tatsächlich, glaube ich, das Ding hier. Oder das da. Ja, die hat 18, glaube ich, gekostet, gell? Ja. Die. Ansonsten ist das eigentlich nur so Kleinzeug. Ja, das läppert sich heftig zusammen. Das ist voll krass. Das Brett hat 10, glaube ich, gekostet. Ich glaube 13. Das große hat 13 gekostet. Und das kleine 3? Das kleine 3, ja, das ist irgendwie runtergesetzt. Genau. Das hängt sogar dran. Meine Vase, schon komplett verstaubt. Die Vase, die Vase, die so schöne Vase. Schauen wir mal. Wollen natürlich dann noch irgendwie zusammenbinden und die Dinger ab hier. Aber erstmal zum Ausprobieren. Ja, das ist cool. Mal schauen, wo wir das hinstellen. Aber das sieht schon mal echt schön aus. Also ich finde das toll. Weil hat dann die Vase einfach mal eine Verwendung. Ja. Weil die Vase an sich ist ziemlich cool. Ja, schon, gell? Ja. Schauen wir mal, wo wir es hinstellen. Finden wir schon einen Platz. Ja. Also, Beute, sehr gut. Draußen schneit's. Und ja, das ist ja wie Weihnachten. Genau. Ja, Wissen fertig. Wir werden jetzt wahrscheinlich das eine oder andere sogar noch machen. Und zum Beispiel die Blume hinstellen, genau. Oder die Plastikpflanzen für die Wassergarnen. Schauen wir mal. Und das eine oder andere. Ha! Xenon hat die Haare schon. Ja, genau, die Haare. Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte aber das Like da lassen. Und die nächsten paar Tage oder so kommt vielleicht das ein oder andere Bastelvideo noch von dem ganzen Zeug. Die kämpfen jetzt mit dem Ball. Wir machen mit. Tschüss!